Herzlich willkommen zu Chibi Let's Play. Heute mit kurz aufgepickt. Und ich habe mir gedacht, anlässlich zum Kinostart von Jurassic World spiele ich heute mal das Super Nintendo Spiel vom damaligen Blockbuster Jurassic Park. Ganz einfach. Und deswegen nicht lange geredet. Welcome to Jurassic Park. Genau. Da sind wir schon. Wir spielen Dr. Alan Grant. Damals gespielt von Sam Neill. Ja, ich muss mich nochmal ganz kurz mit der Steuerung anfreunden, denn ich habe das Spiel, ehrlich gesagt, noch nie zuvor gespielt. Okay, ich kann mich sogar ducken. Schultertasten machen nix. Na gut. So, kann ich hier durch? Oder so? Nee. No. Ah, okay, gut. Okay, ich würde sagen, ich nehme einen anderen Weg. Auch interessant. Ja, gut. Das Spiel basiert auf jeden Fall auf den ersten Film von 1993. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Ja, ganz im Ernst. Was ist das denn? Kleine Dinos auf jeden Fall im Weg. Und da ist ein... Hinterm Zaun ist auf jeden Fall das... dieser Giftsaurier, den es ja auch im Film gab. Okay, ich kann das sogar aufheben. Ach, jetzt habe ich also... Okay. Jetzt habe ich nicht mehr dieses... Oh, ich kann sogar durch den Zaun durchschießen. Interessant. Gut. Also dieses Blitzdings habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich eine richtige Wumme. Und... Huch! Hilfe! Ah, verdammt, Velociraptoren! Ah, wir sind verdammt schnell. Und... Ich bin weg. Na gut. Ich habe noch ein paar Leben. Huch, da sind wir die Kleinen. Gewesen. Nehme ich mal diesen Weg hier. Ganz schön viele von den Kleinen. Also die gab es ja auch im zweiten Teil. Das ist schon wieder einer. Gewesen, jawohl. Okay, der ist schon mal weg. Der Radar unten irritiert mich ein bisschen. Ich denke mal, da ist was, aber das sind meistens so Details von den Bäumen. Moment. Ah, ich hab die. Komm her. Komm her, du. Wieder im Grün. Ah. Er kann sich natürlich zwischen den Bäumen bewegen. Ich nicht. Mach mal schnell das da auf. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das sind Pfeile. Ah, Hilfe. Was ist das denn? Ich kann da nicht durch. Ja, super. Mal wieder zurück. Ups. Okay. Interessant. Hätte ich da vielleicht doch durchgemusst? Ja, aber ich habe ja jetzt mein Blitzdings nicht mehr, deswegen. Oh. Okay. Gut, das war vielleicht falsch getimt, aber. Ja, gut, gerade noch rechtzeitig geschafft. Das ist. Ach, das ist nur eine Blume. Okay. Gut, ich glaube, ich bin jetzt in einem großen Gehege. Was ist das? Die Raptoren sind entkommen. Bitte unternehmen Sie alles Menschenmögliche, um sie aufzuhalten. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank, lieber John Hammond. Also, Entschuldigung. Ian Malcolm. John Hammond war ja der reiche Herr, der ja den Park errichtet hat und auch die Forschungsanlagen und alles Mögliche. Also, hoppala. Schießen Sie nicht auf Galominus, okay? Gut, okay, okay, okay. Ah, also diese Viecher. Ach ja, die gab es ja auch im Film. Die sind ja vor dem T-Rex damals weggelaufen. Wie gesagt, ich mag den Film einfach. Oh, also langsam gehen mir diese Anzeigen auf den Nerven. Ich meine, danke, Dr. Settler, aber... Ich möchte das Spiel spielen und nicht nur lesen. okay. Was ist das? Das ist, Dorn. Ich rate mal einfach Dorn. Schießen Sie nicht. Sie können sonst einen... Okay, gut. Na gut, gut, okay. Hier komme ich nicht weiter. Ich rate mal, das ist, ich sehe schon, das ist ein Gebäudekomplex. Gut.
Kenner, ja, genau. Ich bin auch ein Kenner vom Spiel. Naja, eigentlich mehr vom Film. Ich habe ja alle drei Filme schon gesehen, wobei ich muss wirklich sagen, der dritte ist nicht so meins. Man merkte aber auch wirklich, dass der schon ein bisschen sehr frei erfunden war. Ja, Timmy, jetzt ist gut. Ja, die ersten beiden Filme, die basierten ja noch auf dem Buch. Also sprich, es gab ja den Original-Thriller namens Dino Park von, lass mich jetzt nicht lügen, wie der ausgesprochen wird, Michael Crichton, 1990 geschrieben. Der hat 1,5 Millionen US-Dollar für die Rechte bekommen und nochmal 500.000 weitere US-Dollar dafür, dass er, halt bei dem Drehbuch auch noch mitgeholfen hat. Also das hat man dem Film aber auch irgendwie angemerkt. Ich habe das Buch zwar nicht gelesen, ich habe immer noch vorher noch gehört, aber ja, gut, okay. Ein bisschen Innovation in dem Spiel. Hier ist die Küche. Ein Raptor, okay. Gut. Hier ist Fleisch. Lecker Fleisch. Sie haben etwas zu essen gefunden. Sag mir nicht, der Raptor ist hinter mir. Das hat jetzt so ein bisschen was wie ist das Spiel? Doom, glaube ich. Mit dieser Ego-Perspektive finde ich gar nicht mal so uninteressant. Wo bin ich? Ich will nach Exit. Ich möchte mich erstmal hier im Erdgeschoss umsehen, im Besucherzentrum. Noch ein Raptor. Wo ich hab doch mein Blitzdings. Ich versuch's mal mit dem. Ich versuch mich mal zu wehren. Und da geht er down. Jawohl. Noch einer. Ja, schön. Aber er sieht mich nicht. Er riecht mich auch nicht. Nee, jetzt doch. Okay, gut, ich lebe noch. Das ist einer hinter mir. Ja. So. Er steht noch, verdammt. Ist er weg? Ja. Er liegt auf dem Boden. Also, den kann ich nicht kaputt machen. Na gut. Und dieser Gift-Dino ist da. Ich glaube, er hat mich sogar besiegt. Ja, na gut. Ich versuch's noch einmal. Ich möchte mich ja schon ganz gerne mal umschauen hier. Restaurant. Hat ja auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Film, weil da gab es ja auch die Raptoren, die ja in der Küche waren, wo die Kinder dann sich in den Schränken versteckt haben, um eben nicht gefressen zu werden. Und ich habe gerade keinen Saft auf der Leitung, ne? Ja, jetzt bin ich schon wieder. Verdammt! Nur noch ein Leben! Na, dann gucke ich mich vielleicht doch mal woanders um. Na, ja, das sind schon wieder die Viecher, okay. Ja, weil ich jetzt gerade auf der Steppe bin, ne? Sag ich jetzt mal. Aber hier wird es doch bestimmt noch irgendwie lang gehen. Ich weiß, hier gibt es im Spiel auch noch einen Tyrannosaurus. Aha, okay. Warte mal, das kriege ich nochmal richtig drüber, oder? Reicht das? Nein. Ich muss mal warten, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Aber ich denke, so komme ich auch rüber. Da ist ein Dorn. Kleine Viecherchens, die sich von mir nicht beeindrucken lassen. Obwohl ich doppelt so groß bin wie die. Oh je, hier ist schon wieder Dschungel. Noch mehr Viecherchens. Die sehen aus wie diese Dinos, die die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwo geknallen. Ne? Gab ja auch ein Pokémon davon. Cognodon, glaube ich. So ungefähr. Bäh! Und ich wurde von einem Raptor gefressen. Okay.
Verdammt! Press Start to continue. Aber auch schon mit dem Screen von dem Film. Ja, okay. Ich würde sagen, ich ziehe es mal jetzt nicht unnötig in die Länge. Ich denke, ich habe jetzt ein kleines bisschen das Spiel jetzt aufgreifen können. Und vielleicht habe ich jetzt den einen oder anderen auch neugierig gemacht, das Spiel mal zu spielen. Gerne bitte. Gibt's mit Sicherheit auch auf eBay oder was auch immer. Und ich überlege mir auch noch, ob ich das vielleicht nochmal komplett Let's Playen werde. Denn wie gesagt, ich habe den ersten Film wirklich sehr geliebt. Zweiten mochte ich auch noch sehr. Und ich werde mir auch Jurassic World demnächst nochmal ansehen. Das auf jeden Fall. Und hier haben wir auch noch ein bisschen, okay, bisschen Trivialwissen. Finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ein Spiel mit Lernfähigkeiten, jawohl. Wie nennt man das? Egal. Ja, meine Lieben, wenn euch der Part gefallen hat, gebt ihm ein Däumchen nach oben, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nicht den nächsten Part von Kurz aufgepickt. Und bis dann. Tschüss.